herzlich willkommen zum 37. Bonner Wirtschaftstalk. Die Nachfolge ist heute unser Thema. Bonner Unternehmen im demografischen Wandel. Und damit sind wir eigentlich sehr up to date. Denn vielleicht haben Sie es letzte Woche gelesen, quasi tagesaktuell. Vielmann, ein großes Familienunternehmen, was sicherlich die ein oder andere Brille hier im Publikum zu verantworten hat. Dort wurde der Staffelstab weitergegeben. Die Leitung des Unternehmens wurde in der letzten Woche vom 78-jährigen Patriarchen weitergegeben an den 29-jährigen Sohn. Ich habe gelesen, 8 Jahre haben die für diesen Prozess veranschlagt, um das alles zu machen. Wir versuchen mal einzuschätzen, ist das viel oder ist das wenig? Denn diese Thematik wird uns nicht mehr loslassen. Warum? Ich hau Ihnen jetzt einfach mal zu Beginn so ein paar Zahlen um die Ohren, dann haben wir es hinter uns. Das Institut für Mittelstandsforschung, das sagt, in der Zeit von 2018 bis 2022 stehen ungefähr 150.000 Familienunternehmen an, übergeben zu werden. Allein 32.300 Übergaben stehen in NRW an und das betrifft über 500.000 Beschäftigte. Das ist das, was ich vor der Aufzeichnung meinte, dass irgendwie da jeder bestimmt von betroffen ist. Und es wird noch mehr, das ist nur die Spitze des Eisbergs, denn 265.000 Unternehmen in NRW haben Inhaber, die älter als 55 Jahre alt sind. Und 151.000 Unternehmen in NRW haben sogar Inhaber, die älter sind als 60. So, und der Höhepunkt dieser Übergabewelle wird also laut KfW 2023 bis 2027 stattfinden. Damit sind 11% aller Unternehmen irgendwie in einem Prozess, wo eine Übergabe ansteht. Und jetzt wird spannend. Wie bereitet man das vor, hier vor Ort? Was muss man als Gesellschaft machen? Was kann man als Unternehmen machen? Es gibt natürlich immer, je nach Betriebsgröße oder auch nicht, die individuelle Problematik. Familienbetrieb, persönliche Animositäten, wie auch immer, wir gehen da gleich ganz ausführlich ein. Aber ganz generell gilt natürlich die Frage, was macht denn überhaupt eine Firma übergabefähig? Da wollen wir uns beschäftigen. Wir wollen also wissen, wie gelingt der Übergang gewinnreich für alle, der Übergang zur Next Generation Bonn? Und dafür habe ich mir hochkarätige Experten hier aufs Podium geholt. Ich freue mich sehr, so eine tolle Runde heute zu haben. Die möchte ich Ihnen vorstellen. Auf der linken Seite Dr. Dominik von Au, Geschäftsführer von Intes, das ist Akademie für Familienunternehmen und Partner von PwC. Heute unser Fachmann für die Nachfolge im Familienunternehmen, auch für viele andere Fragen, aber da werde ich ihm besonders auf den Zahn fühlen. Schön, dass Sie da sind, Dr. von Au. Vielen Dank. Auf der anderen Seite sitzt Marco Westphal, Geschäftsführer der Stadtwerke Bonn, die ja auch eine Unternehmensfamilie ist und sich somit auch natürlich mit dem demografischen Wandel auseinandersetzen muss, all diese Prozesse in solch einem großen Betrieb zu verantworten, zu organisieren. Das will auch geplant und gekonnt sein. Da sind Sie unser Experte heute hier quasi fürs Generationenmanagement. Marco Westphal, herzlich willkommen. So, zu meiner Linken. Ich habe in der Vorbereitung so ein bisschen gesagt, es juckt mich eigentlich, es zu sagen. Wir sind ja in der Session. Ich mache es einfach mal. Früher galt ja auch gerne der Ansatz fürs Erbe, wir versaufen unserer Oma ihr klein Häuschen. Das soll aber ja nicht immer so sein. Und gerade wenn das kein Häuschen ist, sondern vielleicht ein Betrieb, der gut läuft und den man irgendwie weitergeben möchte, dann braucht man vielleicht auch Hilfe von jemandem, der sich da auskennt und Betriebe hat, die das gleiche Problem haben, oder Menschen, die nicht in einer Erbnachfolge stehen, in einem Familienunternehmen, aber fähig sind, ein ehemaliges Familienunternehmen zu übernehmen. Die sind alle hervorragend beraten bei der IHK Bonn-Rhein-Sieg. Ich bin stolz, dass der Präsident heute hier ist. Stefan Hagen, herzlich willkommen. Danke. Und last but not least zu meiner Rechten, Rainer Firnig. Sie sind Mitglied des Vorstandes der Sparkasse Köln-Bonn. Aber nicht nur das, sondern Sie wissen auch genau, wovon Sie reden, weil Sie jahrelang, also wirklich langjährige Firmenkundenerfahrung haben und damit direkt an der Basis quasi wissen, wo der Schuh drückt oder wo es auch schwierig werden kann und wo Fallstricke sind. Schön, dass Sie auch da sind. Danke, gerne. Ja,
Jetzt wissen Sie schon mal, mit wem ich hier auf dem Podium sitze. Aber ich möchte vorher so ein bisschen klären, wir reden jetzt so viel über Generationen und gleich fallen ganz viele Begriffe Generation X, Y, Z oder das heißt dann Englisch Generation Y. Lass mal gucken, wer hier so sitzt. Die sind nämlich alle irgendwie nach Jahrgängen sortiert. Die Babyboomer, dazu zählt man die Geburtenjahrgänge von 1946 bis 1964. Da zählt auch der geburtenstärkste Jahrgang zu, überhaupt, das ist 1963. Und das ist genau das Jahr, in dem Sie geboren wurden. Also Sie sind hier quasi für die Babyboomer. Ich freue mich. Ja? Sie fühlen sich auch wohl in der Generation. Sie sind ja da quasi bei den Jüngeren. Ne? So fühle ich mich auch. Aber okay, sehr gut. So sehen Sie auch aus. Das passt hervorragend. Nun denn. Dann die nächste Generation, die kommt, ist Generation X oder Generation X. Das ist von 1965 bis 1979. Da ist das Vorzeigebeispiel der Herr Westphal. Ne? Ich glaube, was habe ich gelesen? Jahrgang 71? 71. Ja. Fühlen Sie sich auch so als Repräsentant Ihrer Generation oder denken Sie sich, ich bin im falschen Film? Nee, also schon durchaus als Repräsentant, wobei ja diese Generation X auch gemeinhin als Generation Golf bezeichnet wird, ohne jetzt irgendwelche Schleichwerbung für irgendein Autokonzern machen zu wollen. Aber also ich habe tatsächlich als allererstes Auto damals einen Golf gefahren. Insofern würde ich schon sagen, ja, ist das zutreffend auch. Ich auch. Sie sagen direkt, ich auch. Das interessiert mich aber, weil Sie quasi genau auf Kipp stehen. Sie sind ganz knapp noch 64er Jahrgang, Silvester geboren. Ab 65 wäre jetzt Generation X. Wo fühlen Sie sich denn eher zugehörig? Oder welcher Generation sind Sie emotional näher? Den Babyboomern oder der Generation X, Generation Golf? An für sich Generation Golf. Ich habe es ja gerade gesagt, mein erstes Auto war auch ein Golf. Also ich fühle mich weder zwischen den Stühlen, aber auch nicht nach rechts oder links polarisiert. Also da fühle ich mich sehr liberal. Gut, das klingt doch schon mal, als könnten wir da gut mitarbeiten. Ja, ja. Und ich freue mich wahnsinnig, dass das hingehauen hat, dass wir auch tatsächlich jemanden aus der Generation Y hier haben, die dann ab 1980 anfängt, also die Vor-Millennials 80 bis 2000. Da ist der Dr. von Au paradegebend. Fühlen Sie sich auch so? Also merken Sie einen Unterschied zur Generation X? Naja, ich fahre auch noch Auto. Die Gen Z danach wahrscheinlich nicht mehr oder möchte keines mehr besitzen. Das ist sicherlich ein Unterschied. Ja, ich denke durchaus. Also ich habe das Flurtelefon oder das Telefon der Deutschen Post im Flur noch erlebt. Ich habe den Brockhaus erlebt. Ich habe die Buchhandlung um die Ecke erlebt, als ich aus dem Studium rauskam. Dann nicht mehr, dann waren die alle weg. Aber natürlich habe ich, ich würde mal sagen, beide Generationen noch durchaus live miterleben dürfen. Ja. Ich möchte bei diesem Generationending so ein bisschen bleiben. Ich fange jetzt, weil ich eben andersrum angefangen habe, mit Ihnen an. Es gibt ja immer Vorurteile auch. Die Alten und die Jungen, das sind ja so Klischees. Sie als Jüngsten in der Runde, möchte ich jetzt fragen, wie ist das? Sie sind auch schon länger im Beruf. Gibt es da trotzdem manchmal Situationen oder gab es die zu Anfang, dass Ihnen Menschen entgegengetreten sind und einfach Sie qua Ihres Alters direkt schon mal nicht für voll genommen haben? In der Tat, denn ich beschäftige mich täglich mit Unternehmern und Unternehmerfamilien. Also habe es durchaus, Sie sprachen von den Patriarchen an, die es nach wie vor gibt, als Gegenüber. Und sicherlich stellen Sie da zunächst qua Alter oder der wenigen grauen Haare die Kompetenz in Frage. Aber um ehrlich zu sein, das sind so Ersteindrücke, die verflüchtigen sich dann im Gespräch, wenn man merkt, Mensch, du machst deine Nachfolge hier einmal in deinem Leben. Vor 30 Jahren hast du sie mal erlebt, aber dann nicht diskutiert, weil sie wurde oktroyiert deines Vaters, in der Regel des Vaters. Und wenn wir da heute drüber sprechen, sage ich, ich habe, was weiß ich, wie viele Nachfolgefälle schon begleitet und dann hören die mir schon zu. Also dann stellen sie das nicht in Frage. Und andersrum, wie war das bei Ihnen? Sie waren dann auch sehr jung schon bei der Sparkasse. Als Sie dann neu in den Beruf kamen oder auch in höhere Positionen, hatten Sie das Gefühl, die Alten haben ja überhaupt keine Ahnung, wie es heute läuft. Ich weiß total Bescheid und sag denen jetzt mal, wie der Trend ist. Oder hält man da eher den Ball flach? Also ich habe den Ball flach gehalten. Das eine oder andere Mal aber auch ähnlich gedacht, ehrlicherweise. Aber ich glaube schon, es ist nicht nur das Alter, sondern es ist auch die Einstellung, das, was man zu sagen hat. Was dann irgendwann im Gespräch auch den Kunden überzeugt, auch den Kollegen überzeugt. Und dann spielt das Alter keine Rolle mehr.
Ja, dass das Alter keine Rolle spielt, ich meine, das ist ja auch eine Frage, auch gerade in so einem großen Unternehmen oder in einer Unternehmensfamilie. Wie geht man überhaupt mit so einem Nimbus um, mit so einem Vorurteil, jung gleich innovativ, kreativ, Veränderung? Was ist mit der Erfahrung? Kann man aufgrund verschiedener Erfahrungen an einer anderen Stelle vielleicht auch Risiken viel besser eingehen oder abschätzen? Also was wiegt da schwerer Ihrer Meinung nach? Also ich denke, das ist vor allen Dingen eine Frage, wie jung oder wie alt man sich mal jenseits der Kategorie des Lebensalters eigentlich fühlt und wie flexibel man im Geist ist und bleibt. Und ich glaube, wir alle kennen viele Menschen, die sind zwar alt, aber sehr jung geblieben. Und es gibt viele Junge, die aber durchaus vielleicht eher älter sind, jetzt nicht bezogen aufs Lebensalter, aber auf ihre innere Einstellung hin, auf ihre Innovationsbereitschaft, auf ihre Risikobereitschaft. Und ich glaube, das sind so die entscheidenden Kriterien, wo es eigentlich darum geht und nicht um die Frage, ist man jetzt jung oder alt oder ist man eben erfahren oder unerfahren. Also ich selber damals, als ich bei den Stadtwerken die Geschäftsführung übernehmen durfte, war auch 34 Jahre jung, muss man vielleicht sagen. Da ist es natürlich dann auch eine Frage, wie geht man mit so einer Aufgabenstellung um und wie versucht man dann auch Ideen, die man hat, aber eben auch adäquat irgendwie umzusetzen. Und da ist es, glaube ich, in der Tat vernünftig, das mit einer entsprechenden Zurückhaltung auch zu machen und durchaus auf die Erfahrung und auch auf die Expertise der Kollegen, die schon da sind und das Unternehmen lange Zeit vorher geprägt haben, auch auf die zurückzugreifen und das auch ernst zu nehmen. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das in kleineren Betrieben als den Stadtwerken, dass das dann vielleicht auch ein bisschen schwieriger wird, wenn dann auch noch ein Patriarch, jetzt nicht ganz im Sinne dieser riesigen Firmen, aber vielleicht ein Meister, der die letzten 30, 40, 50 Jahre den Betrieb aufgebaut hat, vielleicht die Generation reingebracht hat, aber jetzt sagt, ich gehe raus. Diese Erfahrung ist sicherlich unbedingt zu erhalten und mitzunehmen im Optimalfall. Aber haben Sie den Eindruck, dass dieser Wert oder diese Qualifikation, Erfahrung abgelöst wird durch diese Bereitschaft zur Veränderung oder diese Bereitschaft auch sich zu erneuern oder lebenslang zu lernen? Ich glaube einfach, dass sich auch viel bei den Unternehmern verändert hat. Natürlich erleben wir immer noch den Patriarchen, aber bei vielen Unternehmen erleben sie auch, dass Leute, die 50 werden, sagen, ich möchte selber im eigenen Leben noch mal was verändern, die dann sich auch aktiv mit dem Thema Nachfolge beschäftigen, was sie früher wesentlich weniger gesehen haben. Mhm. Wie der von Au sagte, das hat er irgendwann mal von seinem Vater aufoktroyiert bekommen. Das sehe ich eben heute wesentlich weniger, dass dieses Aufoktroyieren der Eltern, ich glaube, eine Unternehmergeneration, die selber Eltern sind, die haben sich verändert, die ihren Kindern wesentlich nicht nur Freiheiten geben, sondern sie denen auch mit auf den Weg geben, um zu sagen, um Gottes Willen, ihr müsst hier nicht die familiäre Nachfolge machen, da gibt es viele andere Modelle, sondern richtet euch einfach nach dem, wo eure Neigungen und eure Talente sind. Also das sehe ich an meiner eigenen Person und meinen Kindern, denen ich auch immer gesagt habe, um Gottes Willen, das, was Mama und Papa gemacht haben, das ist alles schön und gut, das muss aber nicht eure Orientierungslinie sein, sondern eure Orientierungslinie muss einfach sein, wo liegen eure Interessen, wo liegen eure Talente, wo liegt das Herzblut. Denn am Ende des Tages können sie, glaube ich, gerade Inhaberunternehmen nur machen, wenn sie das mit tiefster Überzeugung und wahnsinnig viel Herzblut machen. Und das kann man keinem aufzwingen, das muss einfach von innen kommen. Und das hat sich, glaube ich, massiv verändert. Ja, jetzt ist es ja so, je nach Größe des Betriebes oder was dafür ein Kapital ist, kann man dann vielleicht, wenn man in der Situation ist, dass die Eltern da ein gutes Geschäft aufgebaut haben oder ein gutes Unternehmen am Laufen haben, die Kinder aber sagen, nee, wir machen was ganz anderes, dann muss man ja trotzdem mitunter gucken, aufgrund sozialer Verantwortungen, da hängen ja Arbeitsplätze dran an so einem Betrieb, wie man das lösen kann, dass die Kinder selbst nicht dran müssen, salopp gesagt, der Betrieb aber erhalten bleibt. Was habe ich da für Möglichkeiten? Ja gut, das ist ja ab einer gewissen Größe natürlich. Bei einem kleinen Handwerksunternehmen ist das mit Sicherheit schwer zu realisieren. Aber wenn man eine gewisse Größe bei den Unternehmen hat, dann zu sagen, hier trenne ich jetzt diese zwei Funktionen, einerseits Geschäftsführung und andererseits die Rolle des Gesellschafters, des Inhabers. Ab einer gewissen Größe ist das ja bestens lösbar. Und wenn man sich was ganz Prominentes nimmt, die BMW-Erben, waren nie aktiv im Unternehmen. Die stehen außen vor, die Familie Quandt und Klatten. Und selbst bei so einem Riesenunternehmen, wo
die Elterngeneration noch sehr aktiv im Unternehmen war. Das funktioniert aber mit Sicherheit auch schon bei deutlich kleineren Einheiten, dass man eben das trennt, was man früher vermeintlich nicht zu trennen bereit war oder nicht sich getraut hat zu trennen, eben zu sagen, hier kommt eine Geschäftsführung rein, die ist angestellt und die Eigentümer kommen der Eigentümerrolle nach, können aber beruflich unter Umständen noch was ganz, ganz anderes machen. Ist das was, was für den Familienfrieden vielleicht sogar besser ist, dann jemanden wie den Herrn Dr. von Au reinzunehmen und zu sagen, so, such mal eine Lösung, die uns hier alle friedlich lässt. Der Peter möchte expandieren, der Willi will es aber klein halten, die Jutta möchte aber, dass ihre Freundin den Job behält. Wie kriegen wir das alles unter einen Hut? Und du darfst nicht mehr kriegen als ich. Jetzt sind Sie dran. Nun, zwei Anmerkungen. Die erste ist, ich glaube, richtig in der Erziehung fördern wir die liberale Haltung und wir finden es toll, dass alle emanzipiert wirken. Nichtsdestotrotz, und da bin ich bei Ihnen, ja, ihr dürft werden, was ihr wollt, in euren Interessen und Neigungen nachgehen. Aber eines müsst ihr dennoch machen. Ihr müsst eure Verantwortung als künftige Gesellschafter wahrnehmen. Und das heißt nicht, dass ich ins Unternehmen einsteigen muss und die Führung übernehmen muss. Ich spreche mit ganz vielen Nachfolgern und sage, du musst nicht geschäftsführender Gesellschafter, wie es dein Vater oder deine Mutter war, werden, sondern du musst ein professioneller Gesellschafter werden und da Kompetenz entwickeln. Und dann kannst du sehen, wie kommst du der Verantwortung nach, indem du ein Gremium bildest, wenn das Unternehmen eine kritische Größenordnung erreicht hat, also einen Beirat, vielleicht sogar einen Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat. Und entsendest dort dann die richtigen und fähigen Leute und schaust, bestellst dann die Geschäftsführung, die Unternehmen dann operativ führen. Das ist die wichtigste Aufgabe dieses Nachfolgers oder der Nachfolgerin. Und dann merkt man, wie die durchatmen und sagen, ja, das war mir so gar nicht klar, denn ich kenne nur ein Rollenbild, die des geschäftsführenden Gesellschafters und der Großvater im Zweifel ja auch schon. Ihre Frage zu beantworten, ja, müssen die denn ins Unternehmen rein? Ist es nicht sogar angebracht oder empfehlenswert, es nicht zu tun, qua des Familienfriedens, würde ich verneinen. Denn es gibt nichts Besseres, als wenn ich einen Fähigen und einen Willigen habe, der in die operative Führung geht, der den Inhaberbonus ausspielt und zugleich es weiß, das Unternehmen operativ zu führen. Natürlich habe ich aber auf der anderen Seite, es gibt immer zwei Seiten der Medaille, ein Konfliktpotenzial in der Familie. Denn es können nicht alle ins Unternehmen gehen. Die erste Frage, die sich auch kleinere mittelständische Unternehmen stellen sollten, wie viel Inhaber verträgt dieses Familienunternehmen? Also die Anteilsnachfolge. Die zweite Frage. Wie viel Inhaber und wie viel Innovation? Das kommt ja dann auch noch dazu. Ja, und auch eben die Frage, wie viel auch dann operativ Tätige im Nachfolger würde es vertragen. Und wenn es einen gibt, ich sage immer, es gibt aber auch berechtigte Interessen der nicht im Unternehmen aktiven Gesellschafter. Also der Geschwister im Zweifel. Weil die Eltern haben das Unternehmen aufgebaut, lieben die Kinder gleichermaßen und entsprechend verteilen sie die Anteile gleichermaßen. Aber nur einer oder eine kann in die Führung oder wird in die Führung gehen. Was passiert mit den anderen? Denn derjenige oder diejenigen, die es führen, die spielen mit deren Kapital. Also haben sie ein berechtigtes Interesse. Und entsprechend spätestens dann, wer ein Gremium, wer ein Beirat, der berät oder kontrollierend wirkt, zu bilden, in dem dann die Mitgesellschafter tätig werden können. Weil sie ja vielleicht den künftigen geschäftsführenden Gesellschafter erziehen. Man weiß es ja nicht, was die nächste Generation macht. Ja, das ist jetzt quasi auch so Dynastiensicherung auf eine gewisse Art. Wenn wir es jetzt noch mal ein bisschen runterkochen auf das IHK. Ich nehme da gerne so das Beispiel von einem Haus, ne, weil das trifft das, glaube ich, sehr gut. Ne? Wenn ich ein Haus habe und man erbt das dann vielleicht auch mit mehreren Geschwistern, kann am Ende des Tages vielleicht auch nur einer drin wohnen. Trotzdem kann es sein, dass der Rest eben des Hauses einem noch gehört. Und es kann natürlich der Punkt kommen, dass keiner sagt, ich habe ein Interesse an diesem Haus und mich auch entsprechend darum zu kümmern. Und dann ist es eben auch klar, die Veräußerung nach außen. Denn die Option muss mit Sicherheit auch immer wieder und wird ja auch eben häufig gezogen, dass man dann sagt, habe ich jemanden in der Belegschaft oder gibt es irgendeinen Marktbegleiter, für den ich interessant bin? Also Familienunternehmen heißt ja nicht in einem Automatismus, dass es über Generationen in der Familie bleiben muss. Ja, es kommt wahrscheinlich auch noch dazu, also ich komme gleich nochmal auf die IHK, aber es kommt auch noch dazu, dass ja das Tempo wahnsinnig anzieht. Also früher war es ja so, dass pro Generation ein Geschäftsmodell anstand. Durch jetzt die ganze Globalisierung, durch Digitalisierung, technologische Möglichkeiten, ist die Schlagzahl der Innovation viel schneller geworden.
Was sind denn das für Faktoren? Und da frage ich Sie auch mal, weil Sie sehen dann die Bilanzen und müssen helfen oder retten oder auch den Deckel drauf machen, wenn es nicht klappt. Was sind denn die Faktoren, weshalb so eine Übergabe nicht klappt? Was sind da Ihre Erfahrungswerte, Herr Pfannig? Also ich bin bei Dr. von Au. Die Voraussetzung muss stimmen. Es muss jemand sein, der übergeben will, ernsthaft übergeben will. Und dann auch mit der Konsequenz wirklich auszutreten. Und es muss jemanden geben, der qualifiziert genug ist und willens ist, zu übernehmen. Das sind die Grundvoraussetzungen für eine Nachfolgeregelung. Da spielt im Moment noch gar keine Innovation oder Marktentwicklung oder Ähnliches überhaupt noch gar keine Rolle. Erstmal müssen diese zwei Positionierungen klar sein. Und dann machen wir schon die Erfahrung, ein gut und langfristig angelegter Nachfolgeprozess, der übersteht auch die nächste Innovationsphase, weil nämlich möglicherweise, und das ist der Idealfall, den erleben wir Gott sei Dank auch häufiger, dann zwei Generationen auch eine Zeit lang miteinander arbeiten. Also auch eine Nachfolge einüben. So. Also dass das quasi ein organischer Prozess ist, dass immer wieder Erneuerung da ist bei Familienunternehmen, und nicht so ein Schnitt. Genau, bei Familienunternehmen erleben wir das häufiger. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Rezept. Dazu müssen aber beide Parteien gut aufeinander eingespielt sein und ihre Rollen von Beginn an, ihr Rollenverständnis von Beginn an auch definiert haben. Wer hat denn mehr Angst vorm Scheitern, die Jungen oder die Alten? Das ist eine gute Frage, aber da gucken wir auch nur vor die Stirn. Ich glaube schon, die Herausforderung für denjenigen, der übernimmt, ist groß. Andererseits, der abgibt, hat vielleicht auch sein Lebenswerk zu übergeben, empfunden sein Lebenswerk zu übergeben, der hat auch was zu verlieren. Und ich glaube, da kann man gar keinen Unterschied machen, weil beide ein Risiko übernehmen und das eint häufig. Jetzt ist es ja so, dass Sie als Sparkasse und auch Sie als IHK gezielt an Firmeninhaber oder an Unternehmen herantreten, wenn Sie sehen, ah, hier, mein lieber Freund, Generation Babyboomer, wie sieht es denn aus mit der Nachfolge? Hast du dich schon gekümmert? Gibt es da vorwiegend Dankbarkeit oder gibt es auch Kunden von Ihnen, die das übergriffig finden oder frech oder sich denken, wieso Nachfolge? Mein Vater hat das auch bis 80 gemacht. In der Tat beobachten wir das sehr, sehr kritisch, aber positiv kritisch. Für uns ist Nachfolge ein sensibles Thema, weil mit einer Nachfolge kann auch die Bonität eines Unternehmens wechseln. Erleben wir leider auch. Und für uns ist natürlich auch vom Geschäftsmodell Sparkasse her ein großes Interesse, auch den Nachfolger mit zu begleiten. Das ist genau die Nachhaltigkeit, die wir in unserem Geschäftsmodell sehen. Also sprechen wir das natürlich aus mehreren Gesichtspunkten an. Und ja, wir machen beide Erlebnisse. Wir werden häufig überrascht, angesehen, wobei, wenn man dann im Gespräch ist, wenn man es gut erklären kann, dann entsteht ein Prozess, ein Entwicklungsprozess und damit haben wir ehrlicherweise dann schon, glaube ich, einen guten Weg angestoßen, aber wir erleben es genauso gut und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass ich dann auch gesagt bekommen habe, das gibt jetzt die Bank mal gerade nichts an. Okay. Und das ist die harmlose Variante. Die IHK ist aber ja da auch dann bereit, also wenn die Mitglieder mit der Golftasche, mit dem Sparkassenlogo zu Ihnen kommen und sagen, hören Sie mal, meine Bank hat mir einen Vorschlag gemacht, aber der Sohn will nicht, dann haben Sie Möglichkeiten an der Hand, einem Unternehmensführer oder einer Unternehmensführung zu helfen. Es gibt einen Pool, wo Sie Nachfolge generieren. Wie stelle ich mir das vor? Wie stelle ich mir so ein Blind Date vor? Ich komme zu Ihnen und sage, ich möchte nicht gründen, ich möchte gerne ein laufendes Unternehmen übernehmen. Was haben Sie denn für mich? Ja gut, das macht die Kammerorganisation zusammen mit dem Bundeswirtschaftsministerium. Gibt es halt eine Internetplattform, wobei im Ergebnis Internetplattform Grenzen kennt. Das sind immer noch handelnde Menschen. Also ich bin der Überzeugung, dass man das Thema Nachfolge doch schon mit Menschen regeln muss. Und da macht die Kammer ja auch in einer gewissen Art und Weise Aufschlussberatungen. Sie müssen ja eins sehen,
die Unternehmen, die zur Kammer kommen, das sind die, denen das Problem bewusst ist. Also wir können nicht wie eine Sparkasse hingehen und sagen, jetzt durchforsten wir mal das Handelsregister und jeder ab Jahrgang 64 wird jetzt angeschrieben, kümmere dich mal drum. Das ist nicht die Rolle einer Kammer, aber schon eher die Verpflichtung einer Sparkasse oder Volksbank oder... Sparkasse ist schon in Ordnung. Ja, ja. Aber ich dachte, ich öffne das Thema mal. Ne? Das muss man einfach als Unterschied sehen, dass die Unternehmer, die zur IHK kommen und sagen, ich muss Nachfolge regeln, die haben ja den allerwichtigsten Schritt hinter sich. Die haben nämlich erkannt, dass sie da was tun müssen. So, und dann muss man denen an für sich nur noch den Weg aufzeigen, welche Partner sind wichtig, welche Partner sind mitzunehmen. Da gehören die Banken zu, da gehören dann am Ende des Tages natürlich auch Steuerberater dazu, eine rechtliche Begleitung. Und da versucht die Kammer das Ganze höchstens ein bisschen zu matchen, um das in die richtige Richtung zu bringen. Aber das ist aber, glaube ich, auch sehr wichtig, irgendwo sich in diesem Prozess als Unternehmer ein bisschen auch coachen zu lassen. Denn der erste, allerwichtigste Schritt ist ja, wenn die Erkenntnis da ist, ich brauche eine Nachfolge, dass dann der Inhaber, und das ist der Erste, der da entscheidet, sagt, wie stelle ich mir das denn vor? Wo will ich denn hin? Sehe ich die familiäre Nachfolge oder möchte ich Gesellschaft und Geschäftsführung trennen? Habe ich einen fähigen Mitarbeiter? Wenn er erstmal dieses Bild für sich skizziert hat, dann kommt ja erst der zweite Schritt. Dann vielleicht die Nachkommen zu fragen, entspricht das auch deiner Vorstellung? Die müssen ja genauso auch ein Bild für sich entwickeln, da wir, glaube ich, uns alle einig sind, das, was früher war, mein Vater, Opa war Hühnerzüchter, mein Vater war Hühnerzüchter, ich werde auch Hühnerzüchter. Das Modell ist einfach nicht mehr da. Wie ist das, hat die Gesellschaft einfach überrannt durch Liberalität, durch Emanzipation, all die Faktoren, die der Herr von Au gerade auch schon genannt hat. Das würde mich interessieren, Sie haben ja da einen ganz anderen Anblick. Sind diese Beharrungskräfte, nenne ich das mal, in Familienunternehmen besonders groß? Nun, der Wunsch, die Identität durch die Verbindung von Unternehmen und Familie gleichermaßen zu wahren, der ist natürlich da, ganz klar. Es gibt Kraft, hat neben dem Ökonomischen ja auch eine emotionale Komponente, natürlich ist die da. Und auch als Elternteil wünscht man sich, dass seine Kinder das Lebenswerk erstmal fortführen. Die Frage ist ja eben nur, wie wir auch schon mehrfach jetzt diskutiert haben, in welcher Form. Muss ich es fortführen, indem ich die Führung übernehme, oder reicht es, indem ich meiner Verantwortung als Gesellschafter nachkomme, indem ich die wesentlichen prägenden Entscheidungen über ein Aufsichtsorgan nachkomme, wie das Familie Klatten bei BMW auch macht. Aber natürlich ist der Wunsch da, das Familienunternehmen erstmal in der Familie zu behalten. Das macht ein Unternehmen ja auch zu einem Familienunternehmen. Also wir haben es mit einem dominanten Inhaber zu tun, also jemanden, der den prägenden Einfluss ausüben kann. Und diese Inhaberschaft wird von einer Familie umgesetzt. Und das wichtigste Kriterium, dieser dynastische Ansatz. Ich habe ein generationenübergreifendes Verständnis. Ich möchte dieses Unternehmen in die nächste Generation führen. Und deswegen ist Bill Gates kein Familienunternehmer. Er ist ein unglaublicher Unternehmer, aber er hat nicht das Interesse, Microsoft an seine Kinder zu übergeben. Wohingegen Zinkern und Herr Miele sagen, alle 30 Jahre möchte ich ein gesundes Unternehmen an die nächste Generation führen. Und deswegen wachse ich vielleicht nicht schneller, als es die Cashflows erlauben. Das ist der feine Unterschied. Wie ist es denn, diese Nachfahrengeneration? Wo und wann lernen die denn die Leitung? Also wie viel Unternehmenshumus braucht es und wie viel externes Know-how kommt da neu zu? Was ist da mit der neuen Generation X oder Y? Gibt es da Netzwerke über die Uni? Wie läuft das da unter den neuen jungen Familien? Also die Identität wird sicherlich in der Erziehung schon geprägt. Man merkt ja, wir haben ein Familienunternehmen, auch wenn man im Zweifel nicht mehr so viel darüber spricht, wie es noch früher der Fall war. Also ich glaube, so das kriegt man mit der Muttermilch mit auf dem Weg. Und der Rest, ja, hoffentlich haben Sie externe Erfahrungen. Ich sage immer, wenn wir, wie auch bei Marc Vielmann, 8 Jahre, hoffentlich war es eine externe Erfahrung vorher, dann komme ich rein, auf welcher Führungsebene, ab Mitarbeiter oder mit einer gewissen Verantwortung. Wir bauen die Nachfolgefälle von hinten auf. Wir sagen, du möchtest hier irgendwann mal Geschäftsführer werden. Dann musst du doch 2, 3 Jahre vorher Personalverantwortung, Umsatzverantwortung, Ergebnisverantwortung gehabt haben.
Das musste 2-3 Jahre vorher gemacht haben, muss wahrscheinlich ein Team geführt haben, eine Auslandsgesellschaft oder einen kleinen Teilbereich, eine Innovation in einem kleineren Betrieb entwickelt haben und dann vielleicht 2-3 Jahre vorher Projekterfahrung gehabt haben. Dann dauert es 8 bis 10 Jahre. Und was bringt die neue Generation mit, die Gen Y, Gen Z? Ja, eins haben sie gemeinsam, Technologien, wie ich es vorhin sagte, haben sie geformt, aber auch viel mehr. Man reüssiert in Teams, in Kooperationen, in Netzwerken. Man hat, Sie sprachen es an, keine Angst vor Veränderungen, sondern man freut sich drauf. Man muss auch nicht die Produkte, weil Sie Innovation ansprachen, bis zum letzten Detail fertig entwickeln. Sondern wir sagen, komm, das ist marktreif, lass es uns einen Markt geben und gemeinsam mit der Community da draußen, die alle viel schlauer sind in der Summe, als wir, mitentwickeln. So Rapid Prototyping, lass uns was machen. Mhm. Und entsprechend das sind sie ja gut gewappnet, auch im heutigen Zeitalter, die ja immer schneller werden. Das ist ja im Prinzip schon wieder eine neue Form dieses Entrepreneurships, was die Gründerväter oder die Gründer dieser Familienunternehmen damals noch hatten, diesen Biss, diesen Willen, auch was Neues zu machen. Wie ist das bei den kleineren Betrieben, wenn es dann heißt Digitalisierung, winken die alle direkt ab oder hat man das mittlerweile auch als Chance gesehen, was das für Möglichkeiten bieten kann? Es ist wie alles im Leben sehr, sehr unterschiedlich. Natürlich haben Sie jetzt die Generation XYZ, die mit dem Thema Digitalisierung groß geworden sind, die, wenn sie ein Wählscheibentelefon sehen, versuchen, die Knöpfe zu drücken. Die natürlich das Thema Digitalisierung ganz anders denken und leben, weil sie damit groß geworden sind. Die mit Sicherheit auch keine Berührungsängste damit haben, sich zu überlegen, was heißt das jetzt für mich als Betrieb, wo sind da die Möglichkeiten, wie sieht ein digitales Geschäftsmodell aus? Sie haben natürlich in den älteren Generationen, sehe ich das Problem teilweise natürlich, dass da eine gewisse Scheu vorhängt, aber da ist ja auch gerade dann Nachfolge-Generationswechsel eine Riesenchance, weil man genau diese Trends dann in den jüngeren Generationen wieder auch mit der Muttermilch aufgesogen hat, dass eben die Welt digitaler wird und dass es möglich ist, innerhalb von 10 Jahren Konzerne auch wie Facebook aufzubauen. Das wäre früher ja an für sich überhaupt nicht denkbar, in dieser Rasanz zu wachsen. Also deshalb sehe ich da in diesem Thema Generationsfolge auch Riesenpotenziale und Riesenchancen. Die Digitalisierung wird den Generationswechsel beschleunigen. Davon gehe ich fest aus, weil wir vom analogen Vater zur digitalen Tochter und zum digitalen Sohn hingehen. Und weil es erfordert ist, der Wettbewerb, der Markt erfordert diese Anpassung. Und wenn das nicht geschieht, dann halte ich an einem Geschäftsmodell fest, im Zweifel, das eben nicht zukünftig wettbewerbsfähig ist. Aber ist es noch so, dass dieses Bild greift, so die Alten wollen mit dem ganzen Digitalen nichts zu tun haben, das sollen die Jungen schön machen? Ist es nicht auch so, vielleicht auch bei Ihnen im Unternehmen, dass die Älteren der Generation Babyboomer oder auch Generation X schon im Vergleich zu YZ sind wir ja auch schon alt, dass die dann auch wieder von den Jungen lernen oder sagen, Mensch, super, hör mal, der hat mir das jetzt gezeigt, das ist ja ganz einfach, diesen Aha-Effekt, wie kann man das nutzen? Genau, das ist natürlich das Wunschbild. Ne? Also versuchen wir auch zu initiieren, Modelle zu erfinden oder zu entwickeln, wo das möglich wird, wo das eben auch angenommen wird und wo das auch keine, ich sage jetzt mal, kein Makel ist irgendwie sowas. Ne? Dass man auch als Älterer einfach sagt, das ist völlig in Ordnung, dass mir vielleicht auch eben jemand, der 20 ist, 25 ist, gerade frisch im Unternehmen ist, aber das eine oder andere eben auch erklären kann, womit ich einfach technologisch vielleicht nicht so aufgewachsen bin. Und dafür kann ich auf der anderen Seite eben vielleicht ne, manche Dinge beibringen, erklären, die ich eben mit meiner 25-30-jährigen Berufserfahrung bei den Stadtwerken dann mitbekommen habe. Also insofern, das ist, glaube ich, in der Tat eine spannende Herausforderung, das irgendwie möglich zu machen. Und wie gesagt, vor allen Dingen, dass es positiv wahrgenommen wird und dass es nicht eben, wie gesagt, für beide Seiten irgendwie so als Makel oder als ja, problematische Erfahrung empfunden wird. Ne? Und das wäre wünschenswert, wenn das funktioniert. Ich glaube aber, Sie brauchen ganz elementar, wenn wir über das Thema Digitalisierung reden, eben diese jüngeren Generationen, so ungefähr das Beispiel zu der Zeit, wo das Pferd vor dem Fuhrwerk abgelöst wurde, durch eine Zugmaschine, Motor getrieben. Da hätten sie sich auch keinen Pferdewirt eingestellt für den Wandel, sondern einen Maschinenbauer. Das ist einfach so, dass ich da auch sehen muss, dass das jemand dann macht, der das auch von unten an gelernt hat oder mitbekommen hat, wie Digitalisierung funktioniert, dass wir Alten da mitwirken können und auch unsere Vorstellungen haben. Aber das ist auch das Ergänzende der Generationen dann. Die Erfahrung des einen
und die doch vielleicht etwas gedrehte Sichtweise der anderen. Jetzt haben wir das gerade schon so ein bisschen gehört, dass optimalerweise das quasi in einer Teamkonstellation funktioniert. Ich mache jetzt gerade mal so das Gedankenspiel. Es gibt einen Betrieb, der sich vielleicht beim Herrn Hagen und seinem Pool gemeldet hat und gesagt hat, wir bräuchten Nachfolger, es wäre zu schade, wenn die Firma kaputt geht. So salopp gesagt. Wenn Sie jetzt als Sparkasse auch die Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen, sagen Sie den Interessenten, gucken Sie, dass Sie als Team antreten oder sind Ihnen Einzelpersonen lieber? Oder ist das egal, wenn der Betrieb stimmt? Also es kommt auf den Betrieb an, ja. Sicherlich auch auf die Größe eines Betriebs, es kommt auch aufs Produkt und aufs Geschäftsmodell an. Grundsätzlich ist mir das egal. Ich glaube nur, dass es in einem funktionierenden Unternehmen mittlerweile deutlich weniger Hierarchien geben muss. Mhm. Know-how-Träger sind eben nicht mehr nur die Alten, sondern da kommt jetzt ganz peinlicherweise von unten eine Generation an, die mir erzählen kann, wie das Werkzeug funktioniert, wie Prozesse funktionieren. Und da kann ich mich gegen versperren, dann bin ich aber raus. Und dann hilft mir auch meine Erfahrung im Leben nicht. Oder aber ich weiche dann wirklich Hierarchien auf und lasse dann auch generationenübergreifend Verantwortungsweitergabe, Verantwortungstrennung zu. Und dann spielt es keine Rolle, ob es jetzt einer ist, ob es mehrere sind. Das Team derjenigen, die im Unternehmen sind, Verantwortung haben und diejenigen, die kommen, das muss funktionieren. Wie ist das in den Unternehmen? Wie beobachten Sie das? Und auch Sie, ich glaube, Sie sind damit am nächsten dran. Das ist ja so die Knackstelle. Wenn die Übernahme kommt, da kommt dann jemand in die Firma, der neu ist, der dann sagt, wie es lang geht, wo es hingehen soll. Angenommen, die Belegschaft spaltet sich. Die einen sind beim alten Chef und der hat das alles richtig gemacht und die andere Hälfte ist begeistert über die neue Perspektive. Wie kriegt man die zusammen und wer macht das, wenn der Herr von Au leider beschäftigt ist mit Großfamilie? Das, was der Herr Fürnig gesagt hat, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Digitalisierung und Veränderungen finden ja nicht nur in den Produkten und Dienstleistungen statt. Es hat sich in Führungskultur extrem viel verändert. Nicht nur flachere Hierarchien. Sie sehen heute in Unternehmen zum Teil einfach fast nicht mehr, wer der Chef ist, weil der irgendwo mittendrin sitzt. Wir sitzen hier heute mit 4 Menschen und 3 ohne Krawatte. Das hätte es hier vor 20 Jahren auch noch nicht gegeben. Also da wäre ich auch noch schön am Herd gewesen. Ist richtig. Und Gott sei Dank ist es nicht mehr so. Ja, genau. Denn der Abend hätte viel verloren. Ja. Und auch der Pool an möglichen Nachfolgern hat sich verdoppelt. Ja. Ich glaube fest daran, dass die Feminisierung des Familienunternehmens die Rettung des Familienunternehmens sein wird, weil wir doppelt so viele potenzielle Nachfolger und Nachfolgerinnen haben werden. Und alle Gott wahnsinnig gut ausgebildet. Ja. Ist das was, wo das Denken auch erst stattfinden muss, vielleicht auch bei den Geldgebern oder auch bei der IHK? Sind die Töchter präsent? Ich habe gelesen, 25% aller Übernahmen sind nur durch Frauen. Müsste man da auch noch ein bisschen aktiver reingehen? Also ich glaube, den Prozess, den haben wir mehr als gut bei uns etabliert. Also wenn ich einfach schon ins ehrenamtliche Gremium gucke, ich habe 7 Vizepräsidenten, von denen 4 weiblich sind. Und die mussten auch alle eine Antrittsbewerbung, weil wir 11 Kandidaten auf diese 7 Plätze hatten. Und die Sabine Baumann-Duvenbeck endete mit den Worten, und ich möchte für alles gewählt werden, nur nicht dafür, dass ich eine Frau bin. Mhm. Und das sind ganz starke Unternehmerinnen, ganz starke Geschäftsführerinnen. Also ich glaube, der Prozess, da sind wir ganz, ganz weit. Und natürlich müssen die Frauen das auch wollen, aber ich sehe ganz, ganz viele, die das ganz stark wollen. Also der Prozess läuft und ist auch überhaupt nicht mehr aufzuhalten. Aber Sie raten Ihren Mitgliedern auch, haben Sie Ihre Tochter schon mal gefragt, ob die möchte? Aber natürlich, also, natürlich. Okay. Logisch. Das vertreten wir mit ganz breiter Brust, dass das eine Zeit braucht und dass es am Ende des Tages, natürlich, wenn Sie einfach auch schon gucken, wie viele Väter eben Elternzeit nehmen. Das heißt schon fast ja nicht mehr im allgemeinen Sprachgebrauch Mutterschutz, sondern Elternzeit. Ne? Das ist für mich ein überhaupt so dynamischer Prozess,
Also da bin ich vollkommen optimistisch da. Also ich denke, diese Elternzeit ist auch immer so ein bisschen, das klingt auch schick im Lebenslauf und dann hat man mal 2 Monate Ruhe und freut sich, wenn man danach ins Büro gehen kann und sich die Frau wieder mit dem Wahnsinn rumschlägt. Aber, jetzt könnte ich die Frage herumdrehen, wie haben Sie das gemanagt? Mein Mann passt heute auf die Kinder auf, das ist sehr gleichberechtigt. Nein, aber die Frage ist ja, wenn man jetzt hingeht und sagt, die Frauen müssen auch gefördert werden oder wir haben mehr Elternzeit, das zieht ja auch wieder einen ganzen Rattenschwanz an anderer Arbeitsrealität hinter sich her. Weil jemand, der vielleicht sagt, auch wenn es nur 2 Monate waren, oh, das hat aber Spaß gemacht zu Hause. Und eigentlich, Frau war besser drauf, Kinder waren besser drauf. Ich fand das schön, Zeit zu verbringen. Ich hätte ganz gerne ein anderes Arbeitsmodell. Warum kann ich denn nicht 2 Tage die Woche Homeoffice machen? Geht doch auch. Das sind ja Sachen, die sich in der Arbeitswelt niederschlagen und die von einer Generation X oder Y oder Z wahrscheinlich noch viel mehr eingefordert werden. Wie gehen Sie in so einem Unternehmen damit um? Ist das eine Marke oder denken wir uns das gerade hier nur aus? Nee, das ist definitiv gelebte Unternehmenspraxis, also weil das auch tatsächlich eingefordert wird. Also im Kampf um Mitarbeiter, um Nachwuchskräfte ist das einfach Themen, die man anbieten muss. Also angefangen von Telearbeitsplätzen, mobilen Arbeiten, Langzeitarbeitszeitkonten, all diese ganzen Instrumente, die man da sozusagen, ich vergleiche es immer mit so einem Bauchladen von personalwirtschaftlichen Instrumenten, die man einfach anbieten muss. Da ist nie immer für alle das Richtige dabei, aber dass eben die Menschen, die dann konkret irgendein Bedürfnis haben, sei es Kinder, sei es aber auch, gerade wenn man auch an ältere Kollegen denkt, Pflege von Angehörigen oder sowas, dass das eben einfach dann auch Möglichkeiten sind, sich aus diesem Bauchladen sozusagen zu bedienen und das jeweils individuell Richtige daraus zu finden. Also das, glaube ich, muss sein. Spannend ist, glaube ich, gerade bei dem, weil Sie anfingen mit dem Modell der Telearbeit aus der Elternzeit heraus, das nehmen wir so ein bisschen wahr, man muss schon auch noch das Bewusstsein dafür wecken, dass natürlich Telearbeit Arbeit ist. Also zwar Telearbeit, aber Arbeit. Ne? Also das ist eben nicht, also manche kommen dann immer mit so Vorstellungen nach dem Motto, naja, dann kann ich halt mich um meine Kinder kümmern. Ja, also du hast vielleicht den Vorteil, dass du die Fahrzeit nicht hast oder sowas und dass du das ein bisschen besser koordinieren kannst, aber eigentlich ist natürlich schon Telearbeit auch erstmal Arbeit. Ne? Also, aber beides sozusagen als 2 Seiten einer Medaille ist, glaube ich, also muss heute sein. Das geht gar nicht. Aber der Geschäftspartner in einer anderen Abteilung hört nicht unbedingt, ob ich die Waschmaschine gerade ausräume dabei. Nee, genau. Ja. Aber eine Strategie, die gerade Familienunternehmen verfolgen müssen im Kampf um die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil sie meistens in ländlichen Regionen sitzen. Hier in Bonn ist eine hochattraktive Stadt, da ist einfach Glück gehabt. Aber die in, was weiß ich, Hinterholzhausen sitzen, die müssen was dafür tun. Und das sind genau solche Modelle, die man anbieten muss. Und im Zweifel in Berlin dann noch eine Dependance für IT, damit ich dort diese jungen Fachkräfte anziehen kann. Aber auch die werden irgendwann mal Familie haben und mit Mitte 40 froh sein, wenn sie aufs Land ziehen dürfen. Aber das sind genau diese Wege, die Familienunternehmen beschreiten müssen, um erfolgreich bleiben zu können. Herr Dr. Au, ich widerspreche ungern. Ja, bitte. aber es sind nicht nur die Familienunternehmen. Als Sparkasse Köln-Bonn, wenn ich heute nicht da genau Attraktivität biete, werde ich keine gut ausgebildeten Menschen mehr einstellen können. Das hat uns lange erreicht. Ich denke, bei Ihnen wird das nicht anders sein. Also ich will es einfach gar nicht auf die Familienunternehmen beschränken. Ich glaube, das ist mittlerweile bei allen Arbeitgebern, die gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rekrutieren wollen, ist das mittlerweile eine Pflicht, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Und da hören genau diese Dinge dazu. Die weichen Faktoren. Es geht in dieser Generation mit Sicherheit, die wollen gut verdienen, aber die sind ja auch eben ganz anders groß geworden. Wo meine Eltern noch klare Kriegsgeneration waren, also in den 20er Jahren geboren, die haben ja auch was in meine Generation weitergegeben. Aber meine Kinder wiederum, die kennen das gar nicht. Ne? Die sind im Wohlstand groß geworden. Die setzen damit auch einfach andere Prioritäten im Leben. Und das muss man mit Sicherheit in jedem Geschäftsmodell beachten. Wie gebe ich eben diese weichen Faktoren in der Arbeitswelt, neben den harten wie monetären, an eine Belegschaft? Und bin ich vollkommen der Meinung, das ist Aufgabe für jeden. Egal, ob im Ballungsraum, da konkurriert dann halt der eine attraktive IT-Unternehmer mit dem nächsten attraktiven IT-Unternehmer. Und das sind mit Sicherheit Faktoren, die kriegsentscheidend sind. Aber das passt ja auch alles in dieses Feld, was wir eben schon so ein bisschen angeschnitten haben. So eine neue Führungskultur, die nötig ist mit flacheren Hierarchien, mit transparenterem Aufbau, mit Wertschätzung, die sich ja auch in so einem Entgegenkommen bezüglich solcher
Punkte zeigen kann. Es geht um Kooperation, über so ein Wir-Gefühl. Es geht um Identifikation mit dem Unternehmen. Und überall scheint man ja das Problem zu haben, Nachwuchssorgen oder Fachkräftemangel zu haben. Das heißt, man muss sich was überlegen, wie man diese Führungskultur etabliert. Sie jetzt als Experte des Generationenmanagements, weil Sie in Ihrer Unternehmensfamilie so viele unter einem Dach haben. Sie haben sogar einen 10-Jahres-Demografie-Kompass, um diesen Kulturwandel im Unternehmen beobachten zu können. Erzählen Sie uns mal so ein kleines bisschen darüber. Vielleicht für den Hausgebrauch geht ja eine Version kleiner. Vielleicht können wir ja noch was lernen. Ja. Also man muss vielleicht ein bisschen dazu ausholen, in dem Sinne, dass man einmal verstehen muss, dass die Stadtwerke Bonn ja jetzt klassisch kein Familienunternehmen sind. Also wir haben natürlich auch verschiedenste Familien, die über Generationen bei uns arbeiten, also vom Vater über die Kinder bis hin. Also das schon, aber das hat was mit Wir-Gefühl und auch mit Tradition und Weitergabe zu tun. Aber ansonsten sind Stadtwerke Bonn jetzt erstmal das Unternehmen der Bonner Bürger sozusagen. Ne? Also jetzt ja kein klassisch geführtes Familienunternehmen, wo es irgendwie den Patriarchen gibt, der dann jetzt irgendwie sich mit der Nachfolgeregelung beschäftigen muss. Aber eine Verbundenheit mit dem Unternehmen, emotionale Art. Und das ist ja das, was die anderen alle versuchen zu kriegen. Genau, das hinzukriegen auf jeden Fall. Wesentliches Thema auch für uns, gar keine Frage. Und bei diesem Thema des Demografie-Kompass, was Sie angesprochen haben, da ist eben unser Ansatz zu sagen, wir haben uns, also das glaube ich machen aber auch viele Unternehmen, mit einer Demografie-Analyse beschäftigt und haben einfach festgestellt, dass bei 2300 Mitarbeitern, die wir im Unternehmen sind, also auf die verschiedenen Sparten aufgeteilt, in den nächsten 10 Jahren 750, also rund ein Drittel, das Unternehmen verlassen werden. Und das ist natürlich ein Prozess, den muss man einfach managen, weil 750 Kollegen, die in den nächsten 10 Jahren ausscheiden, das kann man nicht einfach auf sich zukommen lassen, sondern da muss man sich natürlich mit der Frage beschäftigen, welche Methoden, welche Instrumente entwickle ich denn da? Denn die eine Frage ist ja, wie schaffe ich es überhaupt, diese 750 Menschen, die ja offensichtlich 55 und älter sind, überhaupt im Arbeitsprozess zu halten über die Zeit, weil ich ja davon ausgehe, dass sie noch so lange arbeiten. Da bin ich bei diesem ganzen Themenfeld von Gesundheitsmanagement, Erhaltung der Arbeitsfähigkeit. Und ich muss mich natürlich mit der Frage beschäftigen, was muss ich denn heute tun, damit ich eben, wenn die Menschen dann ausgeschieden sind, auch entsprechend in Nachfolgemodellen, sei es über eigene Ausbildung, sei es über Instrumente, über die wir schon gesprochen haben, attraktiv genug zu sein, um dann eben auch entsprechende Nachwuchskräfte dann auch zu bekommen. Das sind so die Themenfelder, wo wir da einfach, wie gesagt, mit einem sehr langfristigen Fokus von tatsächlich jetzt 10 Jahren versuchen wollen, eben diese Demografieaufgabe, diese Herausforderung, die da vor uns liegt, eben anzugehen. Da spielt auch so ein Schlagwort rein, was wir gerade schon auch hatten, Digitalisierung. Also natürlich werden wir uns auch mit der Frage beschäftigen, müssen wir denn wirklich von diesen 750 Kollegen tatsächlich jeden wieder besetzen? Oder wie sind denn eben auch Veränderungsprozesse in den nächsten 10 Jahren? Also das ist zugegebenermaßen auch ein bisschen Kaffeesatzleserei und schauen in die Glaskugel, aber auch da muss man sich ja heute mit der Frage beschäftigen, wie sind denn unsere Arbeitswelten, unsere Herausforderungen und Anforderungen in 10 Jahren und was bedarf es denn einfach da auch an auch veränderten Qualifikationen, denn mit Sicherheit macht es keinen Sinn zu schauen, was können die Menschen heute und das wird dann das sein, was wir auch in 10 Jahren noch brauchen. Das wird mit Sicherheit nicht so sein und insofern sind das alles so die Fragen, die in diesem Demografie-Kompass eine Rolle spielen. Was mich jetzt interessieren würde, Sie haben ja auch mit vielen verschiedenen Generationen zu tun, gerade in solchen Familienunternehmen, da könnte ich mir vorstellen, gibt es vielleicht auch noch so einen ganz alten Gründer, der irgendwo im Hintergrund sitzt und wo also schon die Übergabe von Generation 2 auf 3 oder 3 auf 4 sicherlich anders emotional belastet ist oder eben auch nicht als von der Gründergeneration. Dieser Umgang mit mehreren Generationen, ist das auf eine gewisse Art schon genauso komplex wie der Umgang mit anderen Kulturen? Sicherlich, denn die Herausforderungen, und das kann jeder hier auch im Raum oder an einem Bildschirm testen, vom Alleininhaber zu einer Geschwistergesellschaft, die sind ja schon diametral anders, wenn ich allein an der Anteilseignerschaft mir angucke. Eine Geschwistergesellschaft hat Herausforderungen nicht der klassischen Frage des Alleininhabers, wie Machtmissbrauch, sondern wie gehe ich miteinander um? Ich habe es mit Neid, Eifersucht, Missgunst in Geschwisterkonstellationen zu tun. Ich habe vielleicht mit einer erhöhten Diversität zu tun. Nicht alle, eben der Unternehmer hat es stark geprägt, der kann das richtig toll. Die nachfolgende Generation hat vielleicht eben ganz andere Interessen, Stärken oder Schwächen. Und wenn ich dann weiter gucke, dass die Geschwister ihre Anteile an deren Kinder geben, dann habe ich es mit einem Cousinen-, Cousin-, Vettern-Konsortium zu tun.
Und die Diversität erhöht sich nochmal. Da streite ich dann nicht mehr, weil ich mit meinen Cousin, Cousinen nicht streite. Die sehe ich viel zu selten. Aber wir sind von unterschiedlichen Müttern, Eltern erzogen worden. Wir haben unterschiedliche Werte. Wir haben, die Anteile beginnen sich zu fragmentieren. Hält nicht mehr jeder 50%. Partner, Lebenspartner kommen ins Spiel. Der Gesellschafterkreis wächst. Und damit wächst die Sichtweise auf bestimmte Dinge. Und es wird nicht einfacher, aber die Thematik, die Herausforderungen werden durchaus andere. Also ja, es ist wie sicherlich unterschiedliche Kulturen vielleicht in den Familien. Weil wir es auch gar nicht mehr, ist ja die Frage, was ist denn Familie? Oder sind wir, das frage ich häufig, sind wir eine Familie oder sind wir Familienstämme? Und wenn ja, was heißt das für uns? Was heißt das bezogen auf Anteilsübertragung, bezogen auf Besetzung von Gremien, von Sitze in Gremien, in der Geschäftsführung, in den Aufsichtsfunktionen? Wie wollen wir denn miteinander umgehen als Familie? Wie streiten wir? Was passiert im Konfliktfall? Wer vertritt das Unternehmen nach außen? Also wir müssen zu einer gemeinsamen Willensbildung, zu einer Haltung kommen. Das ist genau das, was ich fast täglich mache mit Familien, die einen größeren Gesellschafterkreis haben, zu einer Haltung bei fundamentalen Fragestellungen zu kommen, damit das Unternehmen, das ist das Allerwichtigste, funktionieren kann. Hm. Und denn nur die Familie glücklich zu machen, hilft auch nicht. Glücklich in den Untergang ist auch nicht schön. Also durchaus, also das Management, das ist Family Governance heutzutage, ein Themenfeld, das es vor 5 oder vor 10 Jahren auch noch nicht gab und in anderen Ländern dieser Welt überhaupt noch nicht so en vogue geworden ist. Aber die erfolgreichen Familienunternehmen in Deutschland, die haben sich mit dieser Frage auseinandergesetzt in den vergangenen Jahren, wie kann ich den Wettbewerb um Talente, um Märkte professionalisieren, aber die stellen sich jetzt die Frage, wie professionalisiere ich die Strukturen auf der Inhaber- und der Familienebene? Damit ich auch künftig ein erfolgreiches Familienunternehmen bleibe. Und da ist es ja auch trotzdem so, egal wie viele Stämme oder so das dann werden, vom Ursprung her war es ja so, dass die nachfolgende Generation in den Betrieb reinwuchs und auch was mitbekommen hat. Die wurden ja noch gar nicht gefragt, ob die das mal machen möchten oder nicht. Ne, da war das ja selbstverständlich. Heute sind sie depressiv. Ja. Zum großen Teil, wenn ich mit den wir verwenden gleichermaßen viel Zeit mit der einsteigenden Generation wie mit der Generation, die aussteigen wird. Und dann fragt man erstmal Glückwunsch, weil ihr habt ein Unternehmen geformt, das nachfolgefähig ist. Und das schafft auch nicht jeder. Also herzlichen Glückwunsch. Aber das Zweite ist, wie lief denn deine Nachfolge früher vor 30 Jahren? Und in der Regel wollten sie nicht geschäftsführender Gesellschafter werden oder drin. Und deswegen gucken sie heutzutage natürlich anders auf ihre eigene Nachfolge. Wie ist das so auf die Nachfolger zu gucken? Und ich glaube, da sind Sie beiden jetzt die richtigen Ansprechpartner. Wie einfach ist das denn für Leute, egal wie groß der Betrieb ist, das an einem bestimmten Punkt, wenn alles geregelt ist, auch tatsächlich loszulassen und zum Golf zu gehen mit der Sparkassentasche? Schaffen die das oder sind diese Fälle häufiger von Menschen, die sich wirklich schwer tun, ihr Lebenswerk loszulassen? Sie können es wieder nicht über einen Kamm scheren, aber mit Sicherheit muss man in dem Fall auch extrem viel Arbeit an den Abgebenden, muss der an sich selber leisten, muss der auch mit Hilfe leisten, weil es wird sich das Leben ja diametral verändern. Denn wenn er zu stark in Aufsichtsgremien sich zu engagieren, ist mit Sicherheit ein richtiger und wichtiger Weg, aber es darf ja nicht so die versteckte, ich bleib doch noch drin, Strategie sein, sondern wenn man abgibt, dann muss man irgendwann auch abgeben und dann verändert sich das Leben dieses Menschen ja extrem. Das verändert sich auch für seine Umwelt extrem. Also auch da, wenn wir eben bei den Gesellschaftern sagten, was ist mit den Partnern, die gehören in solche Prozesse natürlich mit rein. Wenn jemand vorher 60 Stunden die Woche gearbeitet hat, inklusive von mir aus noch ehrenamtlichen Engagement und nebenbei und allem. Und das geht dann jetzt in einer relativ kurzen Zeit in eine ganz andere Welt über. Das ist auch wiederum ein Prozess, der jenseits allem Geschäftlichen einfach menschlich persönlich gemanagt werden muss. Weil natürlich, von Au hat das gerade gesagt, die waren dann depressiv. Sonst folgt ja direkt die nächste Depression. Ne? Ja, und meistens scheitert das Unternehmen daran. Die Unternehmen heutzutage scheitern oftmals nicht, weil die Unternehmung, der Markt wegbricht oder ähnliches, sondern weil die Inhaberfamilie, es kam zu Enttäuschungen, die führten zu Streitigkeiten und Streit ist der größte Wertvernichter. Ja. Aber man muss sich natürlich
in das Bild hineinversetzen. Wir haben es mit einem Unternehmer zu tun, dessen Lebenswerk es war, täglich zu arbeiten, zu schaffen, Wert zu kreieren, ein Unternehmen zu bilden. Dass der von heute auf morgen die Bereitschaft hat, sich mit dem Ende des Lebens auseinanderzusetzen, das ist schon etwas Großes, das ich von ihm oder ihr verlange. Ja, eine Leistung, auf jeden Fall. Und ich meine, ohne eine erfolgreiche Nachfolge gibt es gar kein Familienunternehmen. Und das ist das wichtigste Projekt in seinem ganzen Leben, das ist wenn er ein Familienunternehmen bleiben will. Und das muss er eben mit gleicher Sorgfalt und Zielstrebigkeit und frühzeitigen Planung verfolgen wie jedes andere unternehmerische Projekt. Ja. Aber es ist, Sie sprachen es an, es ist hochkomplex. Es hat nicht nur das Unternehmen, es betrifft die Familie. Ich sage, es ist ein komplettes Familienprojekt. Ja, klar, die ganze emotionale Aufladung. Und es geht um viel Vermögen meistens. Also es geht um viel Geld, Macht, Liebe, um alles. Und wenn ich das nicht unter dem Hut kriege und nicht balanciert kriege, dann zerbrechen wir daran. Da würde mich jetzt an der Stelle, wo wir gerade über das Geld reden, interessieren, was der Herr Hagen gerade gesagt hat oder auch Herr Dr. von Au, dass sich manche vielleicht schwer tun, loszulassen. Wie ist das von Ihrer Warte aus, wenn da ein Unternehmen ist und der Alte geht nicht und will aber auch nicht erneuern? Was bringt das für Sie in Ihrer Bilanz oder in Ihrem Blick auf dieses Unternehmen? Wie stark kann das ein Faktor sein, der es dann auch gegen die Wand setzt? Man darf das jetzt nicht verallgemeinern, aber sicherlich wird ein Unternehmen aus der Erfahrung, die ich jetzt mitbringe, aus der Beobachtung, ein Unternehmen wird nicht besser, wenn eine Nachfolge nicht geregelt ist und wenn derjenige, der bisher das Unternehmen geführt hat, mit Gewalt an seiner Macht und an seiner Position festhält. Das Unternehmen wird nicht besser. Und so beurteilen wir das Unternehmen irgendwann auch. Für uns hat Nachfolge auch ein Bonitätsmerkmal. Und nicht, weil wir Angst vor Risiken haben, dann wären wir im falschen Job, sondern weil wir glauben, die Stabilität eines Unternehmens ist nur gewährleistet, wenn eine Nachfolge, wenn es Familienunternehmen ist, wenn eine Nachfolge vernünftig geregelt ist, wenn es ein Regelwerk für Rollenverständnisse gibt. Und die sind dann auch dooferweise noch verbindlich. Und verbindlich ist dann auch irgendwann der Austritt. Ja, das ist eine Lebensentscheidung. Die fällt auch nicht einfach, ganz logisch. Aber ich glaube, es geht nur mit einem verbindlichen Regelwerk. Und die Kunst, das zu vermitteln, die kostet schon Kraft. Ich glaube, alle, die hier sitzen, wissen, wovon ich da rede. Gut, das ist doch, glaube ich, relativ einfach zu formulieren, jetzt gerade in Ihrer Rolle als Bank. Wenn sich ein 70-jähriger Unternehmer bei Ihnen Geld leihen will, dann wollen Sie auch wissen, von wem Sie es zurückkriegen. Ne? Zumindest möchte ich mal wissen, wie ich es zurückkriege. Ja, und von wem? Im besten Fall durch die Ertragskraft des Unternehmens. Aber natürlich frage ich dann, wer ist denn für diese Kraft des Unternehmens tatsächlich zukünftig verantwortlich? Wer bringt die Innovation, wer bringt die Ideen? Ich möchte das nicht verallgemeinern. Aber die Biologie gibt da irgendwann einfach Grenzen. Was ich aber sehr spannend fand im Vorgespräch, das haben Sie nicht mitbekommen, weil wir da so geschminkt wurden und aufgetakelt. Da haben Sie gesagt, dass es ganz oft jetzt den Fall gibt, dass die Generation der Babyboomer gut aus dem Unternehmen rausgehen, noch was mitnehmen, uns dann aber noch mal wissen wollen und noch mal was neu gründen. Ist das ein Trend? Ich glaube durchaus. Also ich erlebe es jetzt auch immer wieder, wenn man rechts und links guckt, ich bin ja selber 64er Jahrgang, wo man sich dann durchaus überlegt, ja, wie sieht denn die Zukunft aus, wie viele Jahre stehst du in Saft und Kraft, wann kommt dann so der letzte Lebensabschnitt, wie bereitet man sich darauf vor? Also ich kann ganz persönlich für mich sagen, ich habe das schon seit Jahren, dass ich permanent Mitgesellschafter bei mir in der GmbH habe, was mir einfach die Freiheiten gibt, auch bestimmte Tätigkeiten rechts und links zu machen und eben dadurch ein Unternehmen auch zu haben, was sehr stabil läuft und ich eben dann diese Freiheiten habe. Und das sehe ich an für sich bei vielen. Ich habe es jetzt letztlich noch erlebt bei einem Unternehmen mit 100 Mitarbeitern aus dem Handwerksbereich, wo der Inhaber mit 50 wirklich sagte, so, das habe ich jetzt geschafft, das war eine tolle Sache, das war ein toller Lebensabschnitt, aber jetzt möchte ich einfach noch mal was anderes auch beruflich machen. Das finde ich, erlebt man doch schon mit einer ansteigenden Anzahl, dass das sehr bewusst auch in frühen Jahren schon auf der Agenda steht.
Jetzt auch so vorausschauend, dass eine Übergabe ansteht. Wir hatten gesprochen von so Generationentandems oder Mentoring ist auch so ein Schlagwort, dass man also einen Mentor hat, der einen so ein bisschen an die Hand nimmt. Wer hat Sie denn an die Hand genommen? Hat Sie jemand an die Hand genommen, als Sie Berufseinsteiger waren? Sicherlich, ja. Und was war das? War das eher, waren Sie dankbar und fühlten sich gut aufgehoben oder fühlt man sich beobachtet und so ein bisschen gegängelt? Ich war dankbar und ich bin es immer noch. Ich hatte zwei wunderbare Mentoren, sowohl auf Seiten PwC wie auch auf Seiten der Intis Akademie. Und mit beiden arbeite ich nach wie vor sehr, sehr eng und vertrauensvoll zusammen. Und klar ist jeder dankbar um jemanden, der Guidance gibt, der eine Mentorenfunktion übernimmt, den man ansprechen kann. Und ganz viele Nachfolger suchen einen solchen Coaching oder Mentor auch. Und ich empfehle das auch, denn es ist keine einfache Situation einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers im Unternehmen. Und es gibt ja viele Netzwerke. Wir selber gestalten Nachfolgernetzwerke für unterschiedlichste, jene, die schon in operativer Funktion sind, auch, oder jene mit komplexeren Gesellschafterstrukturen oder Unternehmensgrößen, je nachdem zugeschnitten auf deren Bedürfnisse, gibt es Themen, die diskutieren möchten und sich untereinander helfen. Da sind wir wieder bei Gen Y. Das macht man einfach wahrscheinlich viel freizügiger. Man hilft sich, man spricht auch über Probleme, man spricht über Persönliches. Man spricht darüber, wie es einem in der Rush Hour of Life geht, dass ich mit 30 die Führung des Unternehmens übernehme, gleichzeitig Familie entwickle und vielleicht selber über meinen kleinen Sohn und die Tochter nachdenke und die Nachfolgesicht beginnt sich zu entwickeln. Also es passiert ganz viel. Natürlich, Gott sei Dank, gibt es Mentoren und viele sind da auch viel, viel offener damit umzugehen und man empfiehlt sich wechselseitig. Und vielleicht einen Punkt, wenn ich da nochmal zurückgreifen darf, dieses Regelwerk, das Sie ansprachen, die Familienverfassung, Familienkodex, wie man es auch immer nennt, das ist, glaube ich, sicherlich der Schlüssel zum Erfolg einer Unternehmerfamilie und eines Familienunternehmens. Damit ich in einem strukturierten Prozess all die Themen ansprechen darf in einem solchen Regelwerk, und manche müssen dann verbindlich im Gesellschaftsvertrag umgesetzt werden, aber viele sind auch moralisch bindend. Aber ich muss mit einer wachsenden Familie, und das egal, ob ich 2 oder 3 Gesellschafter oder 300 habe, ist total egal, aber ich muss wissen, wer darf unter welchen Umständen an diesem Unternehmen beteiligt werden. Wie gehen wir mit Stiefkindern, mit Adoptivkindern um? Oder ist es Blutslinie? Oder ist es nur noch der älteste leiblich-ehrliche Abkömmlinge? Wie gehe ich damit um? Welche Erwartungen habe ich als Familie an das Unternehmen? Welche Erwartungen kann das Unternehmen an uns stellen? Und vor allem dann, nämlich da hören viele Familienverfassungen auf, und ich empfehle weiterzugehen, wie sehen die Grundzüge des Geschäftsmodells aus? Das liegt natürlich bei der Geschäftsführung, die Strategie zu entwickeln. Aber die Inhaberfamilie muss den Rahmen stecken, muss sagen, wie viel Wachstum sie erwartet, ob sie fokussiert bleiben möchte, ob sie diversifizieren möchte, wie die Finanzierungsstrukturen aussehen soll. Die Inhaber sind die oberste Entscheidungsinstanz und leiten daraus dann die Governance ab, ob sie mitarbeiten darf, ob sie führen darf, wie sie mit Ausschüttungen umgehen, wie sie mit dem Ausstieg aus dem Unternehmen umgehen. Plus ganz neu Family Governance, wie sie in der Familie miteinander umgehen möchten und die nächste Generation heranführen wollen. All diese Themen, die Konfliktpotenzial haben, die sollten, und das kommt dann zu diesem Regelwerk, in einem Prozess moderiert, begleitet, in der Familie besprochen werden. Also das heißt, kann ich wirklich nur noch mal unterstreichen, ich halte das für so elementar wichtig, gerade wenn die Kreise größer werden, da wirklich viel, viel Hirnschmalz in Verträge reinzustecken, weil für mich gilt da immer, Verträge macht man unter Freunden, um sie als Feinde nicht mehr zu diskutieren. Denn das ist das Schlimmste und Tödliche für jedes Unternehmen, gilt aber auch in vielen anderen Bereichen, wenn man anfängt, sich zu streiten. Und das kann man an sich vieles im Vorfeld eben vertraglich sauber regeln. Wenn dann einer sagt, ich möchte hier nicht mehr Mitgesellschafter sein, dass im Vorfeld schon geregelt wurde, zu welchen Konditionen kann er ausscheiden, wie ist das mathematische Modell zur Berechnung des Unternehmenswerts. Das sind ja ganz, ganz viele Faktoren, die man entweder ungeregelt lassen kann und dann in eine Blockade kommt, oder die man aktiv regelt und damit auch in schlimmsten Situationen handlungsfähig ist. Also wenn ich jetzt alles, was wir angerissen haben, viel, wo wir ein kleines Schlaglicht nur drauf werfen konnten, wenn ich das versuche zusammenzukochen und wieder auf die Frage des Anfangs zurückgehe, wie steht es um den Übergang zur Next Generation Bonn, würde ich also jetzt so sagen, wer kann und muss die Weichen stellen? Auf jeden Fall der jetzige Inhaber. Der kriegt aber Hilfe, egal ob er zur Sparkasse geht oder ob er zu Ihnen geht. Sie haben den Pool, wo auch familienferne Nachfolger
sich kennenlernen können mit Inhabern. Die können dann zusammen wieder zu Ihnen gehen und Ihr Geschäftsmodell vorstellen. Okay. Wenn auch Familie mit drin hängt, dann rufen die den Dr. von Au an, um das Ganze noch ein bisschen harmonisch zu gestalten, dass auch die Familie mit all ihren Stämmen trotzdem noch Weihnachten sich in der Kirche trifft. Und wenn man dann gucken möchte, wie das alles mal so im Alltag funktioniert, dann geht man zum Herrn Westphal, der das alles direkt unabhängig von Blutsverwandtschaften innerhalb der Unternehmensfamilie lebt und da Generationenmanagement jeden Tag betreibt. Flache Hierarchien, kann ich jetzt noch zusammenfassen, sagen Sie, ist wichtig. Und Wertschätzung, um Identifikation mit dem Unternehmen zu haben. Und ich glaube, ne, dass so eine Generation auch sich durchaus selber immer wieder auch weiterentwickelt und neu erfindet, so ein Stück weit auch. Also wir haben ja gerade ganz am Anfang von der Generation Golf gesprochen. Ich glaube, ne, wir müssen auch daran arbeiten, sozusagen den Anschluss nicht zu verlieren. Und vielleicht wird aus der Generation Golf sozusagen die Generation E-Golf, also um es in dem Bild zu beschreiben, weil ich glaube schon, dass man sich da eben auch einfach weiterentwickeln muss dann. Ne? Ach, Herr Westphal, ich hätte es nicht schöner sagen können. Ich bin ein bisschen traurig, dass unsere Zeit jetzt schon rum ist, sagt die Regie mir gerade aufs Ohr. Ich fand das sehr spannend. Wenn Sie noch Fragen haben an unsere Experten, können Sie die live gleich nach der Sendung noch bestimmt kurz mal treffen. Ansonsten sind die natürlich in Ihren Institutionen zu erreichen. Sie finden alle Links zu den Institutionen auf unserer Homepage. Auch wenn Sie gucken und denken, oh, das klingt aber spannend, finden Sie alles im Netz. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zugucken, fürs Zuschauen und neugierig sein. Und meinen Experten hier auf der Bühne danke ich ganz, ganz herzlich für Know-how, Zeit und charmantes Rede und Antwort stehen. Vielen Dank. Ja. Danke Ihnen. Danke schön. Tschüss.